Ich werde gewinnen! Vogel, so. Jetzt zu dir. Nachladen und Feuer. Nö. Keine Sonne für dich. So. Das sind Elite-Wachen? Na dann. Für wen? Ah, da hinten steht er. Okay. Was ist das? Gegen auf. Was? Immun gegen Deckung aufhebende Effekte. Okay. Habe ich ja nicht unbedingt vor. Ah, stopp. Ah, wobei. Los. Gib ihm! Da kommt ein Hinterhalt. Okay. Da ist eine Sprengsonde gewesen. Ein Heckenschuss. Er kann nichts. Absolut nichts. Außer meinen Gefährten dann. Und das bringt ihm nichts. Tschüss. So endet es also. Ein Leben, das ich der größten Aufgabe der galaktischen Geschichte gewidmet habe. Was nun? Werdet ihr mich einfach töten? Oder werdet ihr den letzten zivilisierten Mann als Trophäe für die ignorante Meute auf den Straßen von Coruscant zur Schau stellen? General Rakton, ihr seid jetzt ein Gefangener der Galaktischen Republik. Dann möge eure primitive Farce der Gerechtigkeit beginnen. Major, wir kriegen ernste Probleme. Die Scanner leuchten wie ein... Wow! Ist er das? Der größte General des Imperiums. Am Arsch. Wir haben ihn geschlagen. Am Ende wird das Imperium dennoch siegen. Die Imperialen müssen doch noch bemerkt haben, dass Rakton sich nicht meldet. Sie schicken eine riesige Streitmacht. Es sind zu viele für uns. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir abrücken. Die Tresorknacker können Rakton für euch wegbringen. Seht zu, dass ihr heil wegkommt. Jawohl, Major. Kommt schon, Rakton. Bewegung. Jo, bis dann. Auf Wiedersehen, Major. Erreiche die Evakuierungssphäre. Das hört sich nicht gut an. Aber hey, wir haben einen Heldenmoment. Danke fürs Winken. Das hört sich... Du bist aber nett gelandet, Fähre. What the fuck? Bin an der Fähre. Oh. Ernsthaft? Oh. Schade. Nee, ernsthaft? Ihr habt's doch nicht alle. Ernsthaft? Na super. Geil. Wir stecken hier erstmal fest. Okay, jetzt sind wir hier raus. Hoffe ich. Nun müssen wir hier irgendwie weg. Irgendwie. Aber wir können in... Ne, wir können in keine Richtung. 84 Sekunden kommen wir hier nicht weg. Das ist super. Ah, so geht's. Wow. Und weg. Ach ja. Oh, ich liebe dieses Lied. Phantom Menace. So, wo sind wir denn? Nutze dein Schiff. Jawohl, wir sind so weit. Wir sind fertig. Habe Storti fertig. Juhu. General Rakton ist besiegt. Der Vogel. Glaubt ihr ernsthaft noch, dass er gut ist?
Sehr schön. Und ab geht's. Auf nach Coruscant, wa? Sag mir nicht, das ist der Hangar für den Soldaten. Dein Ernst? Na super. Noch ein Fail. Naja, was soll's. Wir sind da angekommen, wo wir ankommen wollten. Habe fertig. Auf zum Schiff und dann nach Coruscant. Ja, passt schon. Ich helfe. Damit haben wir den ersten großen Schritt den dritten großen Schritt praktisch fast fertig. Das dritte Kapitel der Story. Das nächste Kapitel wird dann auf Markep stattfinden. Und danach geht es weiter Richtung Orikon, wo wir dann ein bisschen 55er Gear sammeln. Und nach Orikon ist das LP mehr oder minder beendet. Wir werden natürlich noch ab und zu bin ich noch da, um bestimmte lustige Sachen zu machen, wie zum Beispiel so die ein oder andere Operation kann man ja mal laufen, nicht? Also Possibilities are endless. Ja, super. Und jetzt gratuliert er mir noch nicht mal, der Vollidiot. Der Androide. Und los. Ach ja, das dauert ja wieder 4 Jahre. Da war ja was. Coruscant. Coruscant. Nein, nicht halten. Nein, pfui. Coruscant. Dankeschön. Sprich mit Lieutenant Mai. Okay. Ach, die ist auch cool. Ich mag die irgendwie. Und? Moment. Jetzt wollen wir erstmal unseren Helm ausblenden. So. Damit man sich nochmal an den Kommandosoldaten erinnert, wie er wirklich aussieht. Nicht mehr immer nur mit Helm, sondern wir sind fertig. Wir können feiern. Ab den Helm. Und da der Ladescreen wieder dauern wird, sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Da bin ich wieder. Wir sind auf Coruscant angekommen. Wir sind fast Level 51. Finde ich auch nicht schlecht. Und Abmarsch. La. Da fällt mir gerade was ein. Wir haben noch eine Runde zu tun. Vor Markep. Aber das machen wir dann. Demnächst. Mal. Ich nehme ja Star Wars immer, was auch immer, wie lange auf. Und ja. Deshalb weiß ich noch nicht, wann die nächste Aufnahmesession sein wird, weil ich habe jetzt wieder ein paar Folgen auf Vorrat. Wenn ich hier fertig bin. Das sind dann wieder so ein paar und ja. Oh Gott. Des Friedens mit Doppel-S. Oh. Was hast du jetzt nicht geladen, Vogel? Wahrscheinlich ein Pflanzenblatt oder so hat er nicht geladen. Schlimm. Naja. Wir sind fast fertig, wir sind fast fertig. Tralalalalala. Ich kann helfen. Dann sind wir jetzt wieder zurück bei Gaza. Der ollen Schrulle. Guten Tag. Ah, erstmal zu Mai. Wieso habe ich bei Mai immer Avatar im Kopf? Also hier der letzte Luftbändiger. Das ist, ich weiß nicht. Egal. Hallo Mai.
Ich möchte mit dir reden. Darf ich das? Hoch? Ja, okay. Willkommen zurück, Major. General, der Major ist hier. Keine Minute zu früh. Mit Major. Wir hätten schon vor 10 Minuten im Büro der obersten Kanzlerin sein sollen. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass wir herbestellt wurden. Okay. Kein Grund, sich ich hab Angst. Kommt einfach. General Garza, hallo. Bitte kommt doch herein und macht es euch bequem. Major, es freut mich, euch wiederzusehen. Offenbar kann ich nicht einmal blinzeln, ohne dass ihr schon wieder einen unglaublichen Sieg für uns erringt. Ich freue mich auch, euch zu sehen, Euer Exzellenz. Die Errungenschaften des Chaos-Trupps wurden mir erst bekannt, als ich dieses Amt übernahm. Ihr habt der Republik wirklich bemerkenswerte Dienste geleistet. Für eure außergewöhnlichen Taten und euren unvergleichlichen Mut im Dienst der Republik verleihe ich euch hiermit unsere höchste Auszeichnung, das Ruhmeskreuz. Ich gratuliere. Wird die Arbeit der anderen auch anerkannt? Jedes Truppmitglied erhält in Anerkennung seines Beitrags zur Gefangennahme von General Rakton die goldene Sichel. Ich kann es kaum glauben, dass wir den bedeutendsten General des Imperiums in Gewahrsam haben. Das ist die beste Verhandlungsgrundlage, die wir je hatten. Verzeihung, Euer Exzellenz. Aber wie genau meint ihr das? Wir schließen einen Handel ab. Das Imperium ist bereit, Tausende von republikanischen Gefangenen freizulassen, um Rakton wiederzubekommen. Das ist eine unglaubliche Gelegenheit. Bei allem Respekt, ist es nicht sehr riskant, Rakton freizulassen? Ich finde, dass das Ergebnis das Risiko mehr als aufwiegt. Wir haben ihn schon einmal besiegt, wir können es auch wieder tun. Denkt doch an die vielen Familien, die wieder vereint werden. Tausende Männer und Frauen, Eltern und Kinder, die endlich nach Hause kommen. Und was ist mit den vielen tausend weiteren Opfern, die Rakton auf dem Gewissen hat, Euer Exzellenz? Verdienen sie etwa keine Gerechtigkeit? Den Toten können wir nicht mehr helfen, General. Aber wir können den Lebenden helfen. Und wir haben die Pflicht, es zu tun. Wir können tausende von republikanischen Leben retten. Das dürfen wir nicht versäumen. Ich bin froh, dass ihr meiner Meinung seid, Major. Ihr könnt stolz sein. Durch eure Taten habt ihr tausende von Soldaten aus den Händen des Feindes befreit und bewiesen, dass wir den größten General des Imperiums besiegen können. Es war mir ein Vergnügen, Major. Viel Glück bei euren weiteren Missionen. Und ihr sollt wissen, dass die Republik eure vielen Opfer zu schätzen weiß. Lebt wohl, Euer Exzellenz. General, Major, willkommen zurück. Wie war das Treffen? Die oberste Kanzlerin übergibt Rakton unversehrt dem Imperium. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie schwierig es sein wird, ihn wiederzustellen. Wir haben Rakton einmal geschnappt. Wir werden es auch wieder schaffen. Hoffen wir es. Uns bleibt jetzt keine andere Wahl. Auch nach diesem Rückschlag ist der Krieg gegen das Imperium noch lange nicht vorbei. Ihre Streitkräfte sammeln sich bereits auf Ilum und anderswo. Es wird nicht lange dauern, bis man euch und eure Leute wieder an die Front ruft. Ihr solltet die Zeit nutzen, um euch auszuruhen, solange ihr noch könnt. Was habt ihr für Pläne, Major? Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir haben uns alle ein bisschen Freizeit verdient. Meint ihr nicht auch? Entfernt euch aber nicht zu weit von eurem Holokommunikator, Major. Wenn die nächste Krise ausbricht, wird der Chaos-Trupp es zuerst erfahren. Da. Fertig. Woohoo! Soldatenkapitel 3, check. Wir kriegen neue Hosen. Und Level 51. Boom. Was skillen wir denn schön? Ich würde sagen, das haben wir angefangen, skillen wir das zu Ende.